Was ist das denn für ein Scheißquiz, Mann? Es reicht mir! Ladies and gentlemen, welcome. Here we go. Ja, wo ist er denn, hä? Ja, wo ist er, hä? Well, everybody's heard about the bird. The bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. The bird is a winner. Well, the bird, bird, bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird, bird, bird. The bird's a winner. Geil! Jo Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich drehe nach ungefähr 50 Milliarden Lichtjahren wieder in meinen eigenen vier Wänden hier. Ja, nee, ist klar. Ja, Leute, was bin ich denn bitte schön für ein Flachgeist? Ich habe jetzt nicht ernsthaft das halbe Video einfach so aufgenommen. Egal, Da muss man doch besser aufpassen, du Arschloch! War eh nur das Intro, was ich gelabert habe. Ich habe mir noch gar nicht so wirklich gesagt, was ich denn jetzt hier mache. Und zwar hatte ich letztens wieder meine 5 Minuten, wo ich von innovativen Geistesblitzen getroffen wurde und dachte, hey, dreh doch mal ein Video, in dem du dich testest. Aber ja, was teste ich jetzt? Wahrscheinlich habt ihr es im Titel schon gelesen. In der Tat. Ich teste, welche YouTuberin zu mir passt. Ach ja, heute wird ein ganz besonderer Dreh, wie ihr schon merkt. Ich habe irgendwie geschafft, meine zweite Softbox im letzten Videodreh zu schrotten. Keine Ahnung, wie ich sowas schaffen kann. Ich bin eigentlich immer sehr ruhig und besonnen vor der Kamera. Auf jeden Fall wundert euch nicht, wenn ich irgendwie auf einer Gesichtshälfte ein bisschen dunkler bin. Das ist jetzt mein Stilelement. Aber was soll's, ich würde sagen, wir drehen jetzt das Video. Nein, ich hab's ja schon gedreht und ihr seht das fertige Video. Ich wollte eigentlich sagen, jetzt starten wir. Ach ja, schreibt unbedingt noch in die Kommentare jetzt, bevor ich anfange mit dem Test, welche YouTuberin zu mir passen würde. Was denkt ihr? Das schreibt jetzt natürlich, bevor jetzt ihr das Ergebnis seht und so weiter. Und jetzt geht's aber wirklich los! So, dann würde ich sagen, finden wir mal meine Traumfrau. Finden wir doch, oder? Guckst du dir auch YouTube-Videos von deinem Lieblings-YouTuber an und fragst dich jedes Mal, welche YouTuberin am besten zu dir passt? Mit diesem Quiz findest du es ganz schnell raus. Ja, klar, das frage ich mich jeden Tag. Die Seite ist ja sehr seriös, also das Ergebnis wird auf jeden Fall zu 100% stimmen. Und das Ganze hier beinhaltet 15 Fragen, die wir jetzt durchknuspern werden. Die erste Frage ist, welcher Charakter trifft am besten auf dich zu? Also, das ist mein Charakter quasi, nicht von meiner Freundin. Cool und witzig, chillig und selbstbewusst, lustig und humorvoll, beliebt und nett, klar, oder verrückt und lieb. Ah, cool und witzig, also cool bin ich, auf jeden Fall. Witzig, das könnt ja nur ihr beurteilen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich witzig bin. Oh, scheiße, ich bereue es jetzt schon. Chillig bin ich auf jeden Fall auch, selbstbewusst, meistens. Lustig und humorvoll, kann ich nicht beurteilen, beliebt und nett. Verrückt und lieb, ja komm, also verrückt bin ich auf jeden Fall. Dann bin ich halt auch lieb. Let's go to the next Frage. Was ist eher dein Klamotten-Style? Modern und offen, hübsch und trend, schön und lässig, chillig und gemütlich oder süß und cool? Modern und offen? Hä? Wie kann ein Klamotten-Style denn offen sein? Irgendwie großen Ausschnitt oder was? Das check ich jetzt nicht so. Also ich glaube, ich kaufe mir schon eher so ungewöhnlichere Sachen im Laden. Also jetzt zum Beispiel auch. Ist ja mega lang und hat noch so eine Schrift hinten. Ich stehe da irgendwie drauf, gefällt mir. Würde ich jetzt unter modern einordnen, offen, wie gesagt, keine Ahnung, was das jetzt heißen soll, aber ja, nehmen wir das. Was hast du für eine schlechte Seite? Ich würde sagen, das liegt ja auf der Hand, auf jeden Fall Dummheit. Sieht man ja an meinen Videos irgendwie. Singst du gerne bzw. oft? Musik ist mein Leben, ja, aber nicht gerne in der Öffentlichkeit. Es geht, ich singe, egal ob privat oder in der Öffentlichkeit. Ich singe gerne, aber ich denke nicht, dass ich singen kann. Ich bin ja tatsächlich Musiker schon seit, keine Ahnung, ich bin jetzt 20, werde im Oktober 21, also irgendwie seit 15 Jahren oder so. Also ich habe als kleiner Pup schon angefangen, aber nicht mit Singen, sondern mit Schlagzeug. Trotzdem singe ich irgendwie gern, aber ich glaube, dass ich nicht gut singe. Nee. Ich bin so der typische Duschensänger. Schreibt mal in die Kommentare. Schreibt mal mit. Schreibt mal. Schreibt mal. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch so gern unter der Dusche singt oder ob ich da irgendwie ein sonderbarer Fall bin. Ich singe gerne, aber ich denke nicht, dass ich es kann. Wenn ihr mein Faktenvideo gesehen habt, ich verlinke das mal in die Infobox, da habe ich auch schon erzählt, also ich will mir auf jeden Fall mal so eine fette Landkarte holen und da auf die Landkarte dann Fotos pinnen, die ich in diesen Ländern gemacht habe, also immer da, wo ich schon war, kommen so Fotos hin und irgendwann erobere ich die ganze Welt. So in den letzten Monaten, seitdem ich irgendwie so ein bisschen freier mein Leben gestalten kann oder meinen Alltag, reise ich auf jeden Fall sehr spontan immer irgendwo hin und so, also was heißt immer? Natürlich jetzt nicht jeden Tag oder so, aber wenn, dann ist es meistens tatsächlich spontan. Also, das wird jetzt eingeloggt. Schminkst du dich oft? Was? Hä? Wollt ihr mich verarschen? Das ist doch für Männer hier. Das Zeichen heißt Mann. Männlich.
Penis. Also in dem Ton braucht das jetzt aber ja nicht hier sich entwickeln. Ja toll, was soll ich denn darauf jetzt antworten? Was ist das für eine Antwort? Schwingst du dich oft? Wie viel Lust ich habe? Was? Kannst du nichts Deutsch schreiben oder was? Kommt drauf an, auf jeden Fall, jeden Tag, ich würde sagen. Hä? Da gibt's ja nicht mal die Antwort. Nee, ich muss. Hä? Was ist das denn für ein Scheiß? Ich will's, Mann, es reicht mir. Ich schminke mich nicht. Ich will das in Eindruck. Wolle Rose kaufen? Okay, aber ich muss ja irgendwas ankreuzen, deswegen schminkst du dich oft. Ich nehme den deutschen Satz, wie viel Lust ich habe. Bist du eher groß oder klein? Klein für mein Alter, es geht. Naja, groß für mein Alter, mittelgroß für mein Alter. Naja, ist ja auch eine gute Antwort. Bist du groß für dein Alter? Naja, ich würde sagen, es geht. Ich bin nicht der Größte, bin aber auch nicht der Kleinste, bin aber auch nicht der Größte. Achso. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht, wie groß ich bin, also von der Zahl her. Habt ihr das auch gemacht? Ich habe früher immer die kompletten Türrahmen immer so voll gekritzelt. Ich bin dann immer mit so einem Buch in die Hand, so einem Bleistift und habe immer markiert, wie groß ich bin. Und dann ein halbes Jahr später bin ich wieder hingerannt und dann so, hey, schau mal, ich bin 10 mm gewachsen, Sind wir auch schon bei der Frage 8, was ist für dich am wichtigsten? Blöd ist, weil ich nicht alles ankreuzen kann, weil eigentlich, also wenn ich das eine ankreuze, will ich jetzt die anderen nicht ausschließen, weil das ist ja alles irgendwie wichtig, ne? Wenn man Glück hat, dann hat man ja auch Glück, dass die anderen alle zutreffen, oder? Also dann, wenn man Glück hat, stimmt ja alles. Was hast du für ein Talent? Singen und Tanzen? Spontanität, Modebewusstsein, Lustigkeit und Kreativität. Ich war 3 Jahre lang auf der Waldorfschule, also auf jeden Fall Kreativität. Ja gut, was hältst du von dir selbst? Hör nie drauf, was andere über dich sagen. Bisschen verrückt sein schadet nie. Ich mag mich so, wie ich bin, hab mich lieb. Oder man sollte sich niemals negativ einschätzen. Dann drücke ich mal, man sollte sich niemals negativ einschätzen. Ist tatsächlich so. Klar, man sollte sich auch ab und zu kritisch betrachten und nicht immer irgendwie den Fehler bei anderen suchen. Aber es ist wichtig, dass man immer mit sich selber zufrieden ist, auf jeden Fall. Du bist und bleibst das alte Arschgesicht. Was denken andere über dich? Ja, ich würde einfach mal ankreuzen, selbstbewusst und hilfsbereit, also weil ich sehr gerne Leuten helfen, andersrum natürlich auch, also mir wird ja auch oft geholfen, das klingt jetzt irgendwie, als wäre ich in so einer Anstalt. Hast du einen Freund? Ja. Klar, es kommt auch noch Werbung oder was? Ich glaube, ich kack ab! Mhm. Energie. Nein, kauf ich nicht. Also, hast du einen Freund schon seit längerem nicht mehr? Also, eine Freundin jetzt, ne? Ich passe das ein bisschen auf mich jetzt an. Schon seit längerem nicht mehr? Seit fast einem Jahr? Ja, schon seit mehreren Jahren. Viel behaupten das. Und seit kurzem nicht mehr. Nee, jetzt aktuell habe ich keine Freundin, ne? Nö. Was guckst du am meisten auf YouTube? Keine festen Formate, auch keine festen Sprachen. Also ich gucke Englisch sowie Deutsch. Also ich schaue auf jeden Fall quer durch Beat. Was würdest du hauptsächlich nur für Videos hochladen? Oh, jetzt wird's interessant, Leute. Gemacht, worauf ich Bock habe. Ich glaube, das merkt man auch, hoffe ich. Also so einen richtigen roten Faden gibt's bei mir jetzt nicht. Ne? Alles klar? Zum Schluss, oh, wir sind schon bei der letzten Frage. Was sollten YouTuber für dich sein? Hübsch und süß, selbstbewusst und cool. Nett und witzig, verrückt und aufgeregt, humorvoll und lustig. Ja, nur das Aussehen, nee, da muss schon ein bisschen mehr im Kasten sein. Nett und witzig. Nett und witzig ist doch gut, ne? Okay, Leute, seid ihr bereit? Gleich erfahren wir, was meine Traumfrau ist und welche YouTuberin das vor allem ist. 3, 2, 1. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Verarscht. Okay, und kann man schon sehen? Komm her zu mir, du wildes Ding. Zu 40% sind sie, du bist die verrückte Kelly Mrs. Vlog. Ihr beide fühlt die Musik, seid mega aufgedreht und verrückt und habt nie feste Formate. Ihr liebt es, neue Sachen auszuprobieren und seid mega lieb und nett. Supi. Aha. Ja. Schön. So, also ihr habt's gesehen. Wenn ihr Bock habt, dass ich ein Vlog bei meiner Hochzeit drehe, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Würde mich riesig freuen. So Leute, ich würde sagen, das war's jetzt von dem Test. Ich erhole mich jetzt erstmal von diesen anstrengenden Fragen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ist natürlich alles kostenlos, würde ich mich mega freuen. Wenn ihr das Video wenigstens zu 1% lustig fandet, dann hat's für mich schon gelohnt. Dann gebt auch bitte einen Daumen nach oben. Ich würde mich riesig freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns sehr bald schon wieder im nächsten Video. Genießt euer Leben, haut's rein. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt Rosen kaufen. Tschö. Zum Abschied sag ich leise Scheiße. Bad, bad, bad.
Nee, auf Deutsch die Scheiße muss ich mir nicht mehr antun.